Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ocean's Heart. Es ist mal wieder Sonntag, ich habe mal wieder Aufnahmetag und ich würde sagen, wir starten auch gleich. Wir waren im Schwalbenmoor. Okay. Übrigens, ich habe mal nachgeschaut, im Schwalbenmoor, beziehungsweise da, wo wir vorher waren. Ach, wir sollten hier, glaube ich, reingehen. Ach du Scheiße. Oh nein, Moment mal, die Tür ist verschlossen. Ist das ein Hinterhalt? Ja. Aua. Aua. Ich sollte... Ich warte mal gerade, bis ich den Blitz wieder benutzen kann. Au. Aua. Okay, hat sich dann wohl erledigt mit dem Warten. Aber was will ich jetzt hier? Und zwar, ich habe geschaut, wann man den Bogen bekommt. Den Bogen bekommt man, glaube ich, tatsächlich erst in diesem einen Tempel. Ist klar, natürlich war es ein Hinterhalt. Oh, okay, ach, das war der... Ach, ja, klar. Ja, jetzt fällt es mir rein. Das war dieser Pirat, mit dem wir uns treffen sollten. Der war da vorher in der Höhle gestanden und die Höhle ist immer noch nicht reingegangen, weil ich gesagt habe, das machen wir beim nächsten Mal. Und ja, es war ein Hinterhalt. Und das ist jetzt die andere von der Freien Flotte, die Nina. Ich dachte, ich komme mal vorbei und mache mir ein Bild von der Lage. Hast du ein paar Schädel eingeschlagen? Schon, aber nicht von Piraten. Das Ganze war ein Hinterhalt. Die haben mich in einer Höhle vor einem Monster eingesperrt. Monster. Diese ziegenhörnigen Salzwassertrinker. Na, zumindest geht es dir gut, aber wir müssen uns für die Sache erkenntlich zeigen. Schau, ich hasse es, dich noch um was zu bitten, aber ich weiß einfach, dass du dem Ganzen gewachsen bist. Kannst du zum Versteck der Traumkanonen gehen und ihnen für mich eine Lektion erteilen? Naja, und für dich auch. Schließlich haben sie dir den Hinterhalt gelegt. Klar, darauf hätte ich sogar ziemliche Lust. Wo ist ihr Versteck? Das ist in der Steinfallkreuzung jenseits des Schwalbenmoos in Richtung Westen. Dort ist ihre Feste. Zeig's ihnen. Okay. Ja, so. Oh. Mensch. Irgendwo... Oh Gott, das sind ja mehrere solche Monster. Sagen, die mache ich auch noch fertig. Okay, da wären wir hier direkt hingekommen. Ja, da gibt es immer so einen herben Rückschlag. Aber oh, das ist schon übel teilweise, der Rückschlag. Au! Achso, ich bin wieder zu schnell hingelaufen. Dass ich auch immer zu schnell hinlaufen muss, gell? Okay, die haben wir jetzt auch. Ich glaube, hier soll es irgendwo einen Speer geben, aber ich bin mir nicht sicher. Aua. Hat er sich einfach so... hat er sich einfach so aus dem Staub gemacht. Okay, wo geht's hier lang? Steinfallkreuzung. Waren wir da nicht schon mal? Ich bin mir gar nicht sicher. Wo geht's hier noch lang? Da geht's nur zu dem... Na toll. Ich mach das nieder. Okay, hier kommen wir gar nicht lang. Man kommt gar nicht überall lang, gell? Man kommt hier nur zu diesem Steinfall. Natürlich, ich habe den Kanal gewechselt. Ist ja klar, dass die alle wieder da sind.
Aua. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich nehme auf jeden Fall mal zwei Äpfel und speichere mal das Ganze. Ich mit den Taschen immer. Das sieht aus. Achso, das sind Bienen. Ja, das wäre natürlich blöd, wenn ich da das Ding wegmache. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ah, hallo, das ist die Moormed. Moormed-Brauerei. Möchtest du Met für deine Taverne kaufen? Woher weißt du, dass wir zu Hause eine Taverne haben? Aber nee, ich bin gerade auf Piratenjagd. Oh, du bist doch bei der Freiwilligen Flotte, oder? Kannst du mir helfen? Mein Chef will, dass ich Hornissenhonig sammle, aber die Hornissen sind extrem gefährlich. Du sollst dich ja nicht in Gefahr begeben, aber wenn du zufällig im Moor über welchen stolperst und ich weiß, dass du sehr beschäftigt bist, aber wenn du trotzdem welchen siehst, könntest du mir den bringen? Ich zahle 45 Kronen dafür. Schon wieder eine Quest. Wir werden so dermaßen von Quests vollgeschissen. Wieso läuft der? Melcher, der Metbrauer. Ich bin Melcher, der mächtigste Metbrauer. Und das ist die Moormetbrauerei. Hast du Beweise? Beweise? Beweise wofür? Habe ich mir doch gedacht, verschwinde, du Göre. Ja, danke, sehr freundlich. Sehr freundlich. Ich habe davon irgendwas mit Heben gelesen, aber... Ich tue hier mal alles wegmachen, weil da hieß es, da wäre nur irgendwo mal was mit einer Höhle. Aber ich habe keine Ahnung, wo die Höhle ist. Nein! Ja, Jesse, das ist wieder so typisch. Okay, hier geht's nirgendwo lang, hier auch nicht. Aua. Aua. Geh mir nicht auf den Zeiger. So, Ach so, da komme ich jetzt auch wieder hier lang. Oh Gott. Manchmal ist es besser, wenn man die Gegner einfach bloß betäubt, weil sobald man den Bildschirm wieder wechselt, sind sie eh wieder da. Ey, der war schneller als ich. Mein Blitz war definitiv zu langsam. Okay, hier ist nichts. War ich hier nicht schon mal? Das kommt mir alles so vertraut vor. Natürlich war ich hier schon mal. Aua. Natürlich war ich hier schon mal. Oh, das ist die Piratenfestung. Ich sollte vielleicht. Ist das die Piratenfestung? Ich glaube schon. Ich sollte mal kurz. Essen zu mir nehmen. Okay, der hat sich jetzt selber nach hinten geschossen. Oh, nicht schlecht. Adi, Wushi. Okay, waren das jetzt die Piraten, die uns vorhin in den Hinterhalt geführt haben? Hey, das ist das Mädchen, das ich in eine Höhle eingesperrt habe. Sie will sich rächen zum Angriff. Aufgabenbuch aktualisiert. Was ist das? Na gut, wir haben es kapiert. Wir legen uns nicht mit Karloff oder Nina an. Oder gar dir? Wer bist du überhaupt? Weißt du was? Das ist egal. Du bist von der mit denen kann man sich anlegen Liste. Gestrichen. Danke. Du hast Korallenerz gefunden. Mit diesem Seitenmaterial können Schmiede deine Ausrüstung verstärken. Das ist gut. Sonst noch irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Wahrscheinlich nicht.
Also gut, dann können wir jetzt praktisch zurück zur Nina oder zum Karloff oder wie hieß. Da haben wir die jetzt auch niedergemacht. Die war am Anfang noch nicht frei, da kann ich mich dran erinnern. Da waren wir schon mal. Ich kann mich daran erinnern. Ah Gott, jetzt ist das wieder. Wo sind wir eigentlich? Anhand der Map? Anhand der Map sind wir jetzt zwischen Schwalbenmoor und Gabelmund irgendwie. Königshöhle. Okay. Schwalbenmoor. Wo müssen wir denn noch hin? Da lasse ich mich jetzt mal nicht anzünden von der Guten. Da gehen wir jetzt mal durch. So. Ich würde gerne mal zurück nach nicht nach Schwalbenmoor, sondern nach Gabelmund. Genau. Was gibt's denn hier noch? Nichts. Da hinten ist aber was. Das können wir mitnehmen. Okay, das bringt überhaupt nichts. Aber ich glaube, da haben wir schon mal geguckt, gell? In der letzten Folge. Ich kann mich... Ganz schlau, hier durchzurollen. Und sie macht es halt trotzdem immer wieder, gell? Das bin halt typisch ich. Aber ich glaube, wir werden ein bisschen... wir werden ein bisschen Ding holen. Lebensmittel, wollte ich sagen. Hat eine Zieh? Genau, wir werden mal noch... Ich wollte es eigentlich abbrechen. Nein. Und irgendwie habe ich es nicht abgebrochen. Achso, kann ich bei dem noch was verkaufen? So Mobloot oder so? Dann, da haben wir eins. Da haben wir auch nicht so viel... Da haben wir auch nicht so viel. Ne, ich denke, mehr verkaufen wir jetzt nicht. Schmied. Die hatten einen Schmied. Was wollten die? Die wollte auch irgendwas. Rüstungsladen. Destillerie. Das haben wir feinste Rüstungen. Möchtest du eine für 50 Kronen kaufen? Hatten wir die nicht schon gekauft? Ach ja, da war irgendwas. Warte. Rätselwald, genau. Ich kann mich grob daran erinnern. Ah, da kommen wir nicht rein, gell? Zu den Apfelbäumen kommen wir leider nicht. War das die Taverne? Nee, das war nicht die Taverne. Wo waren die Taverne eigentlich? Ich roll hier so dumm in der Gegend und dann... Hui, das war die Taverne. Wo kamen wir hier lang? Oh. Da waren hier hinten die Büsche. Das sind diese komischen Dornen, da müssen wir jetzt aufpassen. Da waren wir, glaube ich, schon drin, oder? Ich kann mich an irgendwas erinnern, dass wir hier schon waren. Ja, genau, hier waren wir. Da, 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 da. Wo kommen wir hier lang? In den Rätselwald. Da, 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 da. Das sind bestimmt wieder ganz viele lustige Dinge. Oh, halt, den sollten wir schon mitnehmen. Also ich bin ja gern in solchen Gegenden, aber halt nicht in solchen Spielen. Da sind immer irgendwelche Mobs unterwegs. Ah! Das war ein Doppel-Autsch. Ach Mist. Okay. Muss ich besser aufpassen. Ja, genau, toll. Bin ich wieder zu schnell gelaufen. Dass die mich mit ihrem Rückschlag nicht in irgendwelche Dornen klatschen. Das ist nämlich gar nicht so ohne, gell? Würde man meinen. Den betäuben. Ah, den habe ich nicht gesehen. Ah, oh, toll. Okay, da ist eine Hornisse.
Okay, ja gut. Hier kommen wir nicht drüber. Da kommen wir auch nicht drüber. Mann, wie kommen wir hier weiter? Ach so, wir sind ja von irgendwo... Nee. Hä? Warte mal. Ich schau mal schon auf die Karte. Wir haben hier den Rätselwald. Hm. Königshöhe, Knickmastriff, Gabemund. Aber wie kommen wir im Rätselwald weiter? Weil hier unten ging es ja jetzt auch nicht weiter. Nee. Geht's mal nicht auf den Zeiger? Oh. Das nehmen wir doch mit. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier irgendwie weiterkommen sollen. Okay, aber hier kommen wir nirgendwo weiter. Oder können wir hier einfach drüber laufen? Ich probiere es mal. Oh Gott. Sorry. Wir können hier einfach drüber hoppeln. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ich denke mir schon wunderbar, wie wir jetzt hier weiterkommen sollen. Okay, also die kurzen Wege können wir tatsächlich... Stirb! Komische Hornisse. Ah, Bären. Gut. Die werden wir uns so gleich mal einverleiben. Nein, jetzt bin ich wieder dran vorbei. So. Ach, Leute, es tut mir echt leid, dass ich manchmal so verpeilt bin. Aber manchmal so, da bist du so irgendwie Brain AFK. Oh, was ist das? Okay, mein Ding ist noch nicht ganz aufgeladen. Na komm da her, damit kein Problem. Hä, wieso? Ach, das Ding wollte jetzt den anderen erwischen. Ich dachte jetzt, okay. Das ist jetzt natürlich blöd, ne? Die fangen jetzt gleich an zum Drehen wahrscheinlich. Gehe ich mal davon aus, und dass jetzt hier dieses Hornissennest. Ich würde sagen, das Hornissennest. Das ist jetzt offiziell ein Feind. Ach ja, natürlich. Okay, jetzt haben wir hier das Hornissennest. Dann kommen wir da hoch. Okay. Tada! Du hast deinen Schlüssel gefunden. Er wird die Tür in deiner Nähe aufsparen. Juhu! Au, ja, natürlich. Ich und meine Kunst, gell. eine große Kiste. Ja, du hast den Bärenkriegerspeer gefunden. Er hat eine höhere Reichweite als das Schwert. Das ist super. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Sag bis dahin Ade, war schön und danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin, jo. Tschüssi.